Nous sommes le dimanche 17 septembre 2023, 30 ans après le 17 septembre 2021. Wieder in der Stadt Freiburg wird eine Landschaftsleitungsbahn ausgerollt. Visana ist für mich in der Schweizer Leichtathletik und Mujinga Kambunji indirekt auch. Swiss Athletics und Mujinga Kambunji für das Projekt vorstellen. Das ist Mujinga Kambunji und Swiss Athletics, die proposen das Projekt. Genau, für mich ist es wirklich ein Herzensprojekt. Für mich war es so das Highlight jedes Jahr, wenn ich hier bin. Ich habe mich gefreut, hierher zu kommen mit der ganzen Familie. Und ich bin mega stolz und habe Freude, dass ich wieder dabei sein kann, jetzt auf der anderen Seite als Zuschauerin und als Botschafterin. Nächstes Jahr Europameisterschaften und Olympische Spiele. L'année prochaine, Championnat du monde à Rennes, Jeux Olympiques à Paris. Da werden alte Leute, die Lissi in Fribourg hört, mit dir mitfiebern. Ja, ich hoffe es. Wir brauchen ganz viele Unterstützer und es freut mich mega, dass wir schon so viel da sind. Und ich hoffe, dass allgemein eben bei den Meisterschaften auch, wo die größeren Namen aufhören, ganz viele Unterstützer dabei sind. Eh bien, les jeux qui pétillent, et vous remercie tous d'être ici. Le soutien est extrêmement important. Notre star à nous, Mujinga Kambunji, mesdames et messieurs, et vous prenez.
Es gibt eine gelbe Karte für Handfisch.
carton jaune au couloir numéro 5. Sans problème, si le deuxième départ est le bon pour elle. C'est le garçon de Rapportville
Juna Kirepo. Du bist ein Klaus gewesen. Hast du heute Morgen gedacht, wenn du in der Schule gestanden bist, bin ich gewinnt? Ja. Hast du es gedacht? Ja. Ist immer Klaus? Ja. Hast du es vorgeführt in der Athletik? Hast du es an Modellen oder Athletismen? Nein. Kein Vorbild. Du machst es selber. Ja. Hast du es super gemacht? Herzlichen Applaus an Milo Hitz. Herzlichen Applaus an Milo Hitz. Silber, Medaille für Noel und Schubkuh. Bronze geht an Nero Niederberger. Und es geht Schlag auf Schlag weiter. On arrive à la troisième finale. Après les 10 ans, nous en arrivons aux 11 ans. Et après les garçons, nous en arrivons aux filles. Deux grosses suite au final pour de la Elf-Jährige Mendel. Catégorie sponsor, Pancor Canal, Kibo Class. Merci beaucoup du soutien. Hat sich qualifiziert auf Palm Elsen vom Turmverein Oberburg, Noel Brüdescholz. Auf Palm 2, sie hat letztes Jahr den Gesamtbild gewonnen. Sie hat vor zwei Wochen den US-Kitzgöt gewonnen. Von der Erfahrung, Linden B. Eine große Favoritin, Nathalie. Unsere große Favoritin von der LG Bodensee, Kim Grassi! Und Kurva de Rockert, deuxième l'année passée, und ich sage es früh, la plus rapide, dans les demi-finales, avec 8 secondes 47, die Gosanskolo, Alia Ken. Nabe de Alia, einmal. Eine Zürcherin von Tafel am Bau, Naroa Martens. Der Kuranos ist die Wechselagentin Nino Lachez. Eine Kurse très intéressante, avec 6 athlètes, qui ont couru cette année entre 8 secondes 39 et 8 secondes 56. Course très serrée en perspective. Es gibt ja diese Exeko, meistens, wenn es 1 um 2 ist, sind es nicht Exeko. Deuxième égalité, ça a changé. Est-ce que c'est officiel? Hey, les gens officiels? Est-ce que c'est officiel? C'est bon, officiel? C'est très serré, en tout cas. Très, très serré. Il faut que j'aie un pouce levé du côté
Wir können jetzt aus der Italien. Bei richtig Schauspiel, 11-jährige Schweizerin, ist es offiziell Kim Grassi, St. Gaurin, oder ist es eventuell Kim B. von Alpha Altur? Sehr offiziell, die schnellste Schweizerin, Jahrgang 2012, ist Kim Grassi! Und wir sehen jetzt den Tour. Liebe, ich bin eigentlich wir können mir ganz heißen. Danke. Danke, hat jetzt von uns egal. Machst du mit der Familie irgendwann das Fest? Das ist ein Programm. Ist Sportsexy? Ja. Ist schon okay. Herzlichen Applaus, hola, Claudia, vor Kim Kassini, Mesdames et Messieurs. Super, oder? J'avais annoncé une course extrêmement serrée. Jamais j'aurais imaginé une telle course. Trois athlètes exactement dans le même chrono. C'était les filles de 11 ans. Nous en arrivons à la grande finale. Des garçons de 11 ans. Les grands sauteurs. Pouvez-vous et vous carrez. Il y en a un. Souhaitez-vous autre chose. Quand on va aller sponsor. Bei uns die ganze Nahrung, die Fähne da, Papier, für die Unterstützung. Und Bahn 1 von der Anna Mutschel, Kanton Aargau, für Mio Zuppo. Auf Bahn 2, er hat vor zwei Wochen den UBS Kids Cup Finanzen im Jahrgang gewonnen, von ADD Track Team. Luca Alessio Caputo. Auf Bahn 3, au couloir numéro 3, il est vaudois du Serre Royal, médaille de bronze l'année dernière à nos tour, Max Wilbert. Auf Bahn 4, letztes Jahr zweiter in Südafrika. In diesem Jahr zweiter UBS-Sitzker von der Unterstraße Zürich, Heino Tupfner. Et dans son couloir numéro 5, avec un gros sourire sur la ligne de départ, le jurassien de la FLG Passour, vainqueur en titre du Lisana Sprint, Aurélien Borlien. On a Pantex. Au courant de l'office, de l'attaché Médin, Maximilien Neff. Là aussi, une finale qui promet d'être très serrée tout de suite. Und jetzt
Silbermedaille und Bronzemedaille. Le jeune garçon de 11 ans. Attention évidemment de ne pas en faire trop, si c'est tout petit. Et on attend le coup de sifflet du starter de Pfiff von Starten. La musique. Und die Rolle, die Damen zum Final von der 12. Messi. On en arrive à la finale des filles de l'Union. Bonne chance de la catégorie et dans cette TSA. Merci beaucoup. Se sont qualifiés pour cette finale. Réseau de la finale pour le pitié. Au fond, Ace, Fabien, von Van Anderen Thun, Dalila Bello, Dimitrascu. Au couloir numéro 2, elle a gagné il y a deux ans la médaille d'argent au Vizana Sprint du Saint-Genève, Davina Kirsté. Attention à nos élèves, une autre jeune voix, 8 secondes 18 cette année. Elle concourt pour la FLG dernier confinement, Kendra Salvatore. Auf Band B im Halbfinal schnelle 8:36 gelaufen, Kommerzzentrum St. Gallen, Anina Jürg. Auf Band 5, sie hat letztes für die Damen-Finale können gewinnen, die U12, ist seit zwei Wochen im Westfriedskopf Siegerin von Altebühl St. Gallen, Laila Lehmeier. Und auf Band 6 in diesem Final von der LG für Kapellenbach, Manu Eudrich. La grande finale des filles de 12 ans. Und der Kürzung.
se sont qualifiés pour cette finale. Ils sont la finale pour les futurs. Au port Els, de Marne, pour Tenvang Gondrum, Noah Kingsley. Au couloir numéro 2, du Saint-Genève, Nolan Sawyer. Au point de vue, Ménage UBS, Hitzkörp, Silke. Bronze, Médaille, Gewehr, von Wiesanastrin, 2022, für Solothurn, von Laufetal, Tiefstein, Silas Jäger. Auf Band V, von TV, Mel Sankalen, Fabian Eichsche. Corsia 5, il secondo del Bisana Stream 2022 della Virtus Locarno, Cristian Sartori. Und auf Band 6, er stand vor zwei Jahren auf der UBS-Kitzkepp-Podest aus Brüttingen, Enio Josi. La finale des garçons de 12 ans. Meisterin in der Halle der 60 Meter, Moment, Zürich,
Lina Joël Rindley. Und da wird wahrscheinlich ein ganzer Entschied. Und es wird auf Bahn 4 Diana Brunner. Silber hat sie gewonnen letztes Jahr. Gold gewinnt sie in dieser Saison. Elle a terminé deuxième. L'an passé. La voilà, première. Ayana, du bist die schnellste Schweizerin. Ja. Was ich gefühlt heute am Morgen, hast du gedacht, ich habe eine Chance. Jetzt gehst du mal mit dir, ich habe eine Chance. Also ja, nach dem ersten Lauf kann ich nicht mehr mit dir. Ich gratuliere dir ganz herzlich. Super gemacht. Ayana Brunner. Voll TV kam. 18.94. Le coup du starter. Wir kommen zum letzten Lauf über 60 Meter. Dann haben wir noch vier Läufe, vier Finale über 80 Meter. Aber zuerst kommen die 13-jährigen Buben, les garçons de 13 ans. Bonjour de cette catégorie, la télé, vous et Fribourg. Merci beaucoup de soutien. Se sont qualifiés pour cette finale. Er ist auch für das Finale qualifiziert auf Bahn 1 für UBS Kickstart Sieger 2000. Und 22 Bronze hat er geholt in dieser Saison vom Rasenthal Tischstein in Anuel Fischer. Auf Bahn 2. Er hat in diesem Jahr die Schiebeleichtathletik mit Superzeichen in den 600 und 1000 Meter aufgewischt. Heute ist im Sprintfinal der Australier im Presse TV Sahnen Stab, Harry Robert Keats. Auf Bahn 3, die Sana Sprint-Sieger 2021 von der LAR TV Rüthi, Leon Wetschart. Auf Bahn 4. Die Sana-Sprint-Sieger vor einem Jahr, Fitnesswiss.com, dein Club, Jeremy Eden Kadavi. Auf Bahn 5, vom Elfo Albis, Kanton Zürich, der Steve Beng G. Kulan Rossis, le vainqueur des UBS Kids Cup, il y a Russien Asiri, il y a Razvan Andrei Sotlov. La course qui s'annonce est là aussi extrêmement sérieuse. Und es wird
Es gilt entweder der Leon Betschart oder der Jeremy Eden Kadamir. Inoffizielle Zeit 7:53. Es gilt der Leon Betschart vor Jeremy Eden Kadamir. Und Platz 3 haben wir den Steve Benji. Ein Hundestuhl-Sekunde. Also, Thema. Ja, ich bin super zufrieden mit der Leistung und kann mit diesem Titel nicht zurückkommen. Jetzt ist mein Vater zum Resultat. Ich habe mich rekuperiert. So ein Titel ist das ganze Ziel für den Tour. Ja. Wenn man am Start ist, wenn man am Start ist, wird man gewinnen. Geht dann noch ein paar Mal zu gehen. Ja, das stimmt. Hast du super gemacht. Herzlichen Applaus. Der Leon Betschart, à la TV Rudi. Il a gagné pour un centième. Le fils à la sprint. La grande finale, on a quelques minutes parce qu'on va changer les starting blocks entre les 60 mètres et les 80 mètres. Est-ce que DJ Arnaud a une petite musique à nous proposer? Défense et Fribourg, on peut vous voir la parole. Comment ça vous plaît à Fribourg? Ce tour à la parole. Ne manquez pas de donner de l'énergie aux jeunes athlètes. Merci beaucoup. Allez, tout le monde. Tout le monde. Magnifique. L'athlétisme suisse a un niveau inédit grâce à la Fédération suisse, Suisse Athlétisme. Et les projets jeunesse, l'Université Cup, bien sûr, le mini gruyère dans la finale à lieu la semaine prochaine, et également le Vigiana Sprint, l'As, peuple suisse. Escape de Schütze Liert Athletic. Escape de Schütze Liert Athletic, so gut wie noch nie. Und das ist natürlich dank der Partner möglich und dank der Nachwuchs. Projekt. Es gibt nächste Woche Milchgrühe-Finale. Kids-Cup-Finale war vor zwei Wochen gewesen. Und wenn Sarah spielt, das ist etwas Grosses. Alle Musik, et on va sur les quatre dernières courses. J'ai dit Musique, aber natürlich, die, die am meisten zählen, dass sie immer starten. Und wir haben gehört, Starter haben gepfiffen. Wir kommen zum Grand-Final von der 14-jährigen Mädchen. Und dann arrive à la grande finale des filles de 14 ans. Sie nehmen die grüne Foto in dieser Kategorie. Herzlichen Dank. Sie sind qualifiziert für die Finale. Heißer für das Schweizer Finale qualifiziert. Au couloir numéro 1, la vainqueur en titre du projet du Visana Sprint du Stade Genève, Maria Curtet. Auf Band 2, mehrfache Medaillengewinnerin an den Nachwuchsschweizer Meisterschaften von TV Köpfen, Andra Corciullo. Auf Band 3, sie ist im Halbfinale in 10:33 gelaufen, eine sehr schnelle Zeit von TV Eschen-Maurer, Lucia Hoffmann. Nein, Fiona Matz natürlich, von TV Eschen-Maurer. Und auf Band 4, sie hat letztes Jahr in Isarastring Bronzemedaille geholt. Von der GGB, Lucia Hoffmann. Fiona Matz, Band 3,
1933, im Halbfinale Lucia Hoffmann, Bahn 4, 10, 32. Und auf Bahn 5 haben wir von der LRTV Bildisch Silber Medaille Bilderi von Lisanna Sprint 2022, Lisa Bühlmann. Und auf Bahn 6 am Start die zweite EU-Finanzspitze vor drei Wochen in Zürich. Von Escalanna und Alicia Schabro. Da aussi une course qui s'annonce très simple. Raul Sikora.
la grande finale des garçons du 14. Mais sur la fin, j'arrive à revenir et c'est vraiment bien. Est-ce que tu as un modèle dans l'athlétisme? Peter Usain Bolt. Usain Bolt. C'est un très bon exemple. Oui. Bonne suite à toi, l'athlète du CERASION de Schlaus. Vierta, Yannick Pour, Van de Jules et je pense CERASION en aide Benjamin Savio. Bonjour, nous sommes bons. Et attention, la grande journée des finales suisses du Lisanastrine, c'est bientôt terminé. Il nous reste deux courses à vivre. La première, c'est maintenant, c'est la dernière côté féminin. Les filles de 15 ans, les femmes sont de 15 Yannick Laïté. Dort der Gloriensponsor bei den ältesten Mädchen, die Freiburger Nachrichten, vielen Dank für die Unterstützung. Au couloir numéro 1, elle a terminé en bronze l'automne dernier à la finale de Lisana Sprint des Hot Boys Basel, Anastasia Kutzet. Auf Band 2. Sie hat Bronze gewonnen an der Nachwuchsweltmeisterschaft in den 80 Metern von Ella Nickwalden, Serena Rien. Aufgepasst auf Bahn 3. 9,94 ist sie gelaufen in dieser Saison. Sie ist seit letzter Woche Frauenfeld Schweizer Meisterin bei den U16. Tina Rankel, TV Teufel. Auf Bahn 4, sie hat vor einer Woche Silber gewonnen an den Schweizer Meisterschaften. Mit einer persönlichen Bestzeit von 9,58 ist sie klar die schnellste 80 Meter Läuferin in diesem Jahr in ihrer Altersklasse. Von Tegolengasse werden Carina Schäfer. Und auf Bahn 5, die Bürgerin von TSV Tübingen, Chanel Kitzel. Und auf Bahn 6, die amtierende Schweizer Meisterin im Mehrkampf der U16 Mädchen von SK Landau, Jelena Schranz. Der Grossfinale von der 15-jährigen Mädchen, der letzte Visana Sprint Finale für Sie. Das ist das Finale von der 15-jährigen
Es ist von Minus Retina Ranke, TV Tüfe. C'est la compère officielle du Zweilinux, Tinea Rankel. La compère de Simone Erner, Ferenc Kronelin, von Simone Erner. Het Grunde. Aber, da oben ist nicht einfach gewesen, ja? Erzähl mir. Nein, also, ich habe von meiner Stadt gut gewesen, aber jetzt ist es gar nicht mehr rausgelaufen. Hast du plötzlich noch nicht die Beine bekommen, aber es hat gelangt? Ja, knapp, aber lang. Knapp, aber es hat gelangt. Kurzes Wort. Heute Abend ist Steiner Meeting mit dem Simon Ehammer. Der Grossfinale in Eugene. Willst du noch zuschauen? Ja. Ja, ja. Aber es ist das Wichtigste. Willst du natürlich noch nicht kaffieren? Ja. Bien sûr. Superbe. Les applaudissements pour Tinea Rankel. Il est plus certain qu'elle aille faire la fête tout à l'heure avec ses proches que de regarder la finale de la Diamond League avec vous savez deux six tout à l'heure, Simon Herner, en longueur et Jason Joseph. Et attention, la musique de présentation, nous en arrivons à la dernière course. Les Chromatum Let's Show pour un super top et plus beau qui s'en va sur le final. Les Chromatum de Vulsa Yaïdoub. Qui est le garçon de 15 ans le plus rapide? La réponse dans quelques instants. Présentation des athlètes. Le sponsor de la DTRF de cette journée, Marpey, un grand merci de ce soutien. Se présente, a été qualifié tout à l'heure, au couloir numéro 1, au fan Els, à l'aide bronze, comme Feuille au 21 und Feuille au 22 pour le Hot Boys Basel, en année. Et du match de Bilbien Athletics au couloir numéro 1, Yannick Amschutz. En Band 2, letztes Jahr hat er Silber gewonnen in die Saar-Finale von Santos Rodriguez, Florian Stecker. Et attention au couloir numéro 3, très impressionnant. En série et en demi-finale, le vainqueur en titre du Vidal Sprint, l'Atletica Vevez, le fribourgeois Sacha Faniello. Le champion suisse sur la distance de la semaine passée. Au parti, pour 2 Wochen Sieger in der Swiss Cup Finale, pour 1 Woche Schweizermeister in der Runde Meter Hütten, im Zwischenlauf heute. Schnelle 9,29 gelaufen. Da hat sie Kipper, Luca Marocco. Corsia 5. Il a récolté la médaille de bronze au championnat suisse multiple chez les U16 de la San Massagno Gianmarco Vielli. Und auf Bahn 6, der UBS-Kitzgöpfsieger aus dem letzten Jahr und mehrfache Schweizer Meisterschaftsmedaillengewinner aus diesem Jahr von Devalin Lasseben, Timo Ingold. Die Fans der Lage der Bundes, das ist aber auch die Bundes.
L'athlétisme, c'est un sport magnifique. Les énergies qui s'y gèrent. Il faut que tu regardes. J'ai des frissons. Victoire fribourgeoise pour la dernière course. Qu'est-ce que tu racontes? J'en peux plus là. J'en peux plus. Almanum. Qu'est-ce qui se passe juste avant le départ? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? Qu'est-ce que tu t'es dit? Ça, je sais que ça a été grand. Rot von Schat. Ma tête, elle a explosé là, genre. Comme ça. Le grand fait exploser. On te remercie les fribourgeois qui ont très bien organisé ça. Le CA Belfond, bien sûr, sont très heureux d'avoir une victoire de Sacha Faniello d'Atletica Venez, mesdames et messieurs. Elle est vainqueur. Viens avec nous, Sacha. Sacha, avec vous, Julien, on va aller marcher jusque vers l'écran géant et clore le direct. Comment je vais plus, des lampes, des kibouchines. Donc, elle est ici, c'est ça, chante la rame, ainsi que au Vatan, la rapproche. Les applaudissements de la part de tout le monde. Mesdames et messieurs, toi tu marches à côté du Giga, de l'autre côté, la reine du sprint suisse, et voilà. Allez, les applaudissements bien fort. Sacha Faniello d'Atletica Vevez. Und vom TV Teufel, die mehr. Danke. Allez, les applaudissements, mesdames et messieurs. La grande finale suisse du Bisana Sprint. Le podium est déjà en train d'être construit. Und von der Hund zu Zwische. Es war que de Mouchiga. C'était comment? C'était incroyable, j'ai vraiment beaucoup profité d'être là et puis je suis vraiment fière de tout le monde qui a réussi de se qualifier pour la finale et puis j'espère qu'il y a beaucoup qui vont être là aussi l'année prochaine. Si tu veux être là, oui, vous serez au plateau direct, Arne va se finir. Und wenn er nicht im Final ist, will das nicht heißen, dass man später mit einem guten Lichtathlet kann sein. C'est un cas, qu'on n'est pas en finale, qu'on n'est pas une bonne athlète. Mouchiga n'a pas toujours gagné. Mouchiga, t'es des Lücondes. Gar nicht, es ist wichtig, dass man dabei ist, dass man mitmachen kann und eben probiert, jedes Jahr besser zu werden. Und man kann sogar später entdecken, man kann dann immer noch gewinnen, auch wenn man hier nicht gewonnen hat. Merci vielmals. Das ist es aussi. Mesdames et Messieurs, la fin avant les cérémonies protocolaires. La fin de ce live stream également sur le boulevard de Pérol à Fribourg. Merci d'avoir été avec nous. Merci, cher public. Merci aussi à Belfond, à Rattendank, au Mécartounier, à la tube, Swiss Athletics, Vizana, au Mélouchig, Vebisoupe, Chémique, au Disoupe, organisation. Merci beaucoup. Merci à vous aussi, taxi. Allez, on va rester avec des belles images. L'athlétisme est un sport magnifique. À suivre à tous les niveaux. On se retrouve donc bientôt. Je propose, on va faire des images plutôt du public. Et tout le monde applaudit avec la musique. Allez, c'était fusil.ch pour vous servir. Merci à Mouchiga, au légendaire Marcel, avec sa voix au micro. Merci à DJ Arnaud aux manettes, au fidèle Kevin et Aurel derrière l'ordinateur à la régie, au complice Guillaume pour les images de toute beauté, et au très bon Léo, Chloé, Clément et Christopher, l'entreprise. Merci aussi à Belfond pour la super organisation. Vive l'athlétisme! L'athlétisme, vous le savez, c'est une école de vie. Une lutte vers l'excellence et la joie dans un monde pas toujours facile. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.